Also herzlichen Dank, dass Sie mich hierhin eingeladen haben. Ich habe mich sehr über die Vorstellung gefreut, die mir jetzt vielleicht doch irgendwann noch erklärt hat, warum ausgerechnet ich eingeladen werde, auf einer Konferenz über Kunst zu sprechen. Sie werden wahrscheinlich feststellen, dass es mir ein bisschen an dem Differenzierungsvermögen mangelt, dass Sie in der Diskussion über Kunst vielleicht in Ihren Sphären pflegen. Ich setze mich als Hacker und Psychologe mit Menschen und mit IT-Sicherheit auseinander. Ich versuche, Sicherheitslücken zu finden und die zu schließen. Wenn ich mal Freizeit habe, mache ich einen Podcast über Politik und setze mich insgesamt also nicht unbedingt mit diesen schönen Teilen des Lebens auseinander. Aber ich habe, glaube ich, durch meine Leidenschaft am Hacking einen kleinen Aspekt des Kunstverständnisses, den ich gerne mit Ihnen in diesem Vortrag teilen möchte. Ich wurde gefragt, zur Archivierung der Gegenwart zu sprechen. Ich mache eine kleine Einführung, dann sprechen wir über NFTs. Das ist das, was Leute immer von Hackern erklärt haben möchten. Dann sprechen wir ein bisschen über den öffentlichen Raum, ein bisschen über Kommunikation, was als Sprecher des Chaos Computer Clubs ehrenamtlich auch ein bisschen Thema ist, was mich interessiert. Und dann versuche ich mich an einem Fazit. Die Archivierung der Gegenwart findet in meiner Wahrnehmung eigentlich gerade in Form von Selfies auf Instagram statt. Und ich habe nur mal aus Interesse heute gegoogelt, wie viel Kultur- und Gegenwartsdokumentation die Menschheit eigentlich gerade schafft. Und das sind allein auf YouTube 500 Stunden Videomaterial, die dort pro Minute hochgeladen werden. Ja? Also YouTube zu Ende zu schauen, wird rechnerisch für Sie in Ihrer Lebenszeit nicht mehr möglich. Es ist aber auch, natürlich, hier wird eine Menge an Gegenwart archiviert, die unglaublich ist, ja, in ihrem Ausmaß. Das Wenigste davon ist Kunst, aber immerhin, wir können archivieren, solange die Dinge digital sind. Der andere Teil, der in dem Konferenzposter stand, war öffentlicher Raum. Und wenn ich an Kunst im öffentlichen Raum denke, dann denke ich an bunte Züge. Und ich finde auch hier eine sehr spannende Frage, weil genau diese Künstler, für die stellt sich die Frage der Archivierung ihrer Kunst in enormem Ausmaß, weil die werden in Berlin, wo diese Bilder jetzt alle herkommen, üblicherweise innerhalb von 24 Stunden geputzt. Und ich bin sehr fasziniert von dieser doch sehr aktiven Kunstszene, die am Ende alles, was sie von ihrem Werk haben, ist vielleicht so ein Foto auf Instagram und in einigen Blogs. Ja? Aber auch Ihnen brauche ich jetzt nichts mehr von Graffiti zu erzählen. Aber die Szene findet auf Instagram statt und dokumentiert sich dort. Und das zeigt, also ich finde das sehr spannend, weil diese Kunstwerke sind immer schnell weg. Teilweise machen sie dann auch sich auf die Suche nach ihren Bildern und versuchen die wiederzufinden. Und das ist hier Hamburg, ich glaube, Moses war das, ja. Die haben da teilweise auch ganz andere Auseinandersetzungen, dass sie mal aus dem üblichen Medium ausbrechen. Und ich liebe an dieser Form der Auseinandersetzung zum Beispiel solche Dinge. Ja? Also denen ist durchaus klar, in welchem Rahmen sie sich da bewegen. Vorschlag zu Goethe, ihr lasst das dran, dafür male ich nichts neu. Eine andere schöne Ecke in Berlin, Neukölln, hat jemand so in Schönschrift hingeschrieben, an dieser Wand übe ich nur. Ja, was ich auch sehr, also diese Auseinandersetzung finde ich sehr schön. Und deswegen habe ich mich entschieden, ein bisschen über die Vergänglichkeit von Kunstwerken zu sprechen. Meine These ist ein bisschen, dass häufig durch diese Vergänglichkeit oder durch einen Moment, der passiert, das Kunstwerk in seinem Wert steigt oder überhaupt erst zum Kunstwerk wird. Und das sind die Dinge, die mich faszinieren. Ein Beispiel, das ich Ihnen nur in Erinnerung rufen muss, das Sie mit Sicherheit kennen, ist die Versteigerung des Bildes The Girl with a Balloon von Banksy bei Sotheby's. Und der Künstler hatte einen Schredder in den Bildrahmen eingebaut, angeblich Jahre vorher schon, um das Bild dann im Fall der Versteigerung. 600,000 US, 600,000 US. Last chance. And sell it for 850 now. Yeah, if you could maybe get one of the technicians quickly to go and take it over there, that'd be great. Quickly. Okay, we're moving on, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry, if I have your attention.
Und mir war in diesem Moment unmittelbar klar, also ich bin mir gar nicht sicher, ob das absichtlich bei der Hälfte hängen geblieben ist oder nicht, aber mir war eigentlich unmittelbar klar, da ist jetzt gerade wirklich dieses Bild Unmengen in Wert gesteigert worden, weil es natürlich überall auf der Welt Berichterstattungen darüber gab. Die Käuferin oder der Käufer hatte das Glück, dass es noch halb raushängt und man hat jetzt eines der bekanntesten Kunstwerke, mit denen man, sag ich mal, mich beeindrucken könnte als jemand, der keine Ahnung von Kunst hat. Und diesen Moment, dieses Festhalten, diese Dokumentation, dass der Moment eigentlich das Kunstwerk wird, damit möchte ich mich ein bisschen auseinandersetzen. Kommen wir zu den NFTs, die gerade die Kunstwelt faszinieren. Es geht ja gewissermaßen irgendwie darum, digitale Dinge zu besitzen. Und dass digitale Dinge kopiert werden können, ist eigentlich der Vorteil. Ja? Deswegen digitalisieren wir, deswegen ist das eine digitale Revolution, die stattfindet. Und deswegen wird die Welt besser durch Digitalisierung. Es gibt aber einige, die diesen Vorteil irgendwie nicht wahrhaben wollen und das als Nachteil sehen, dass Dinge kopieren werden können. Ja, also Urheberrechtsschutz, dass die Idee entsteht, man macht einen Kopierschutz. Ja, das ist, da kommt dann wieder so meine Szene mit ins Spiel und bricht die Kopierschütze. Und sie sind halt einfach von vornherein schlechte Ideen, Kopierschütze, weil solange die Konsumentin das Material auf ihrem eigenen Gerät anzeigen kann, kann sie es natürlich auch abfilmen und neu encoden. Ja, also Kopierschütze, relativ schlechte Idee. Und irgendwann ist jemandem eingefallen, dass aber das exklusive Konsum- oder Betrachtungsrecht eigentlich nicht das Interesse des Kunstmarkts ist, sondern sagen zu können, das ist meins. Und das ist alles. Ja? Und eventuell auf eine Wertsteigerung zu hoffen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass Leute teure Kunst kaufen im Privatbesitz, üblicherweise stellen sie in irgendein Museum und freuen sich, dass unten dran steht, dass sie das dahingestellt haben und dass sie möglicherweise das Kunstwerk irgendwann nochmal verkaufen können. Aber quasi Teil des Wertes des Gemäldes oder des Kunstwerkes ist, dass viele das sehen können, viele das sehen wollen und möglichst vielen gesagt wird, dass ich das besitze oder der Wert steigert oder andere das besitzen möchten. Also relativ naheliegend die Idee, eine digitale Besitzurkunde für digitale Güter zu schaffen. Die kann ebenfalls kopiert werden, wie alles, was digital ist, aber sie kann nicht verändert werden. Dafür sorgt die Kryptographie. Würde ich eine solche Besitzurkunde ändern, dann schlägt die Echtheitsprüfung fehl. Inzwischen bin ich so gut, dass ich das gesamte Konzept in einer halben Stunde erklären kann. Das hat 2 Jahre gebraucht, dass ich so gut da drin wurde. Glauben Sie mir einfach, am Ende haben Sie 2 Schlüssel und diese Dinger können Sie zumindest nicht manipulieren. Sie können die kopieren und sie sind quasi auch öffentlich, aber nur Sie als Eignerin eines bestimmten Schlüsselpaares können dann Kraft Ihrer Besitzurkunde eine neue ausstellen für jemand anders und so können Sie eben den Besitz weitergeben. Ähnlich funktionieren hier vom deutschen Gesundheitsminister vorgestellt diese digitalen Impfausweise, wo dann zum Beispiel drin steht, Linus Neumann ist Eigentümer von 2 von Bill Gates empfundenen Mikrochips, die in seinen Arm implantiert wurden. Ja, und das kann dann also, das steht quasi in diesem QR-Code. Und wenn man da jetzt einen anderen Namen reinschreiben würde, dann ist das nicht mehr, dann steckt die Prüfung fehl. Haben Sie vielleicht auch schon mal hier gesehen am Eingang. So, also wir haben digitale Besitzzertifikate, sie sind kryptografisch gesichert und die Aussage, die sie treffen, ist, dieses Objekt gehört der Eignerin dieses Schlüsselpaares und die Eignerin kann eine neue Besitzurkunde für andere ausstellen und diese Besitzurkunden werden in einer Blockchain hinterlegt. Der Durchbruch. Wir konnten jetzt auf einmal quasi das Eigentum an bekannten digitalen Werken verkaufen und handelbar machen. Und Ihnen allen wird dieser Fall bekannt sein, wo jemand, glaube ich, 30 Millionen für irgendein Bild bezahlt hat. Völlig egal, mich interessiert eher, dass jemand für dieses Bild bezahlt hat. Das ist sicherlich Internetkultur und Internetkunst, seit vielen Jahren sehr beliebt. Die Nyan Cat, die Besitzerin wechselte für 300 Ether zum Zeitpunkt des Handels, ungefähr sowas wie 950.000 US-Dollar. Jetzt, als ich heute nachgeschaut habe, bei 1,3 oder 1,35 Millionen US-Dollar, also ziemliche
Verdoppelung des Wertes oder mehr als eine Verdoppelung des Wertes, allerdings natürlich auch durch die Kursschwankungen von Ether. Insofern weiß ich nicht, ob der Eigentümer nicht vielleicht sogar besser beraten gewesen wäre, die Kohle in Ether zu lassen, als sie in ein kleines Stück kryptografische Signatur zu investieren, das diese Katze darstellt. Aber so kann jetzt jemand sagen, alle kennen diese Katze und die ist wahrscheinlich, sagen wir mal, wenn man die 10 bekanntesten Kunstwerke nimmt und würde jetzt in der Internet-Community fragen, dann ist sie wahrscheinlich bekannter als das 10 bekannteste Kunstwerk der Welt, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber wie gesagt, diese Dinge werden für mich immer erst dann interessant, wenn es einen Moment gibt, der das im Zweifelsfall sogar kaputt macht. Und das machte vor kurzem Moxie Marlinspike, ein relativ bekannter Hacker, der also international dann bekannt wurde durch den Messenger Signal, der eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementiert und der übrigens auch dann die Verschlüsselung von WhatsApp quasi in Auftrag gegeben bekommen hat. Und er hat vor einigen Tagen ein NFT erstellt. Also er hat gesagt, ich habe jetzt ein digitales Objekt, das gehört mir. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, das gehört mir. Gehörte ihm auch. Und ich werde das jetzt zum Verkauf anbieten auf den verschiedenen NFT-Handelsplattformen, wo man dann so Online-Auktionen macht. Und jetzt sagt er, meine NFT, also dieses digitale Objekt, was ich verkaufe, sieht aber unterschiedlich aus, je nachdem, von wo man es sich anschaut. Und er zeigt das auf dem Handelsplatz OpenSea und auf dem Handelsplatz Rarible und sagt, und wenn es einem gehört, ist es einfach nur ein großes Kacke-Emoji. Sehr schön. Wie hat er das gemacht? In der Besitzurkunde steht quasi drin ein Link zu einem Objekt und die Besitzurkunde sagt, das ist quasi die Online-Ressource, die dir nun gehört. Und so wird es dann eben auch auf OpenSea dargestellt und der Browser geht dann hin unter link.com, Objekt, und lädt sich das Bild runter. Jetzt kontrolliert aber Moxie link.com und kontrolliert somit auch das Objekt. Das heißt, je nachdem, von wo jemand hinschaut, kann er immer ein anderes Bild ausliefern. Und so sieht es dann eben auf OpenSea so aus und auf Rarible so und wenn man es gekauft hat, so. Und was er damit zeigt ist, und warum ich das so, also das ist Kunst, ja. Okay, als allererstes ist eine riesige Dummheit in der Spezifikation von NFTs. Ja, das ist besonders dumm, weil diesen Webserver link.com, den unterhält ja im Zweifelsfall jemand anders. Ja, wer weiß, ob es diese Webseite morgen noch gibt. Sie könnte ja dann auch so aussehen und dann wird mein NFT potenziell nicht unbedingt besser zu verkaufen sein. Natürlich lässt sich das wieder lösen und in dem tatsächlichen NFT ist auch das Kacke-Emoji drin, was man gekauft hat. Also keine Sorge, das gehört einem dann. Allerdings ist ja Moxie nicht der Urheber davon. Das heißt, dieser NFT dürfte ziemlich wertlos sein, ist aber natürlich eine Demonstration einer Schwachstelle in einem Kunstballon, an den viele Menschen glauben. Und deswegen halte ich das für ein sehr großes Kunstwerk in der Art von Banksys Mädchen mit dem Ballon. Und es stellt sich dann doch wieder die Frage, was ist eigentlich Besitz? Und warum will man überhaupt besitzen? Aber das müssen Leute entscheiden, die NFTs kaufen. Ich denke, oder die Kunst kaufen. Ich denke, trotz allen Scherzen, die ich darüber mache, dass es durchaus die erste sinnvolle Ansatzmöglichkeit ist, den Kunstmarkt in den digitalen Bereich zu übermitteln. Aber was ich ja gerade schon nur angedeutet habe, ist, ob man zu Beginn überhaupt die Genehmigung hat und tatsächlich der Eigentümer ist oder die Eigentümerin und die Urheberrechts- oder die Kreiererin dieses Kunstwerkes, das ist in der Regel nicht ganz klar. Und es häufen sich gerade Fälle, wo quasi digitale Bilder verkauft werden von Menschen für andere Menschen und auch zum Profit von sich selber. Dass sich also jetzt digitale Künstler beschweren und sagen, ja, ich freue mich zwar, dass jemand meine Kunst $150.000 wert war, aber die sind nicht in meiner Tasche gelandet. Also wir haben damit nichts wirklich Neues geschaffen, wir haben nur ein neues Spekulationsobjekt geschaffen und neue Handelsplätze. Aber der Kunstmarkt bleibt genauso sinnvoll oder sinnlos wie vorher. Kommen wir zum öffentlichen Raum.
Und da wurde in Hamburg kürzlich ein Kunstwerk geschaffen, das ich auch von außerordentlich halte. Es ist eine Geschichte, die Hamburg über mehrere Monate beschäftigt und die sehr viel mit dem Innensenator Hamburgs zu tun hat. Andy Grote, wiederberufen im Juni 2020. Also wurde er wieder erneut zum Innensenator benannt. Und 2020 im Juni gab es in Hamburg durchaus Einschränkungen aufgrund der Pandemie, die uns ja auch hier heute noch ein bisschen beschäftigt. Aber er hat trotz der Beschränkungen und der Verbote für Feiern in der Hafen City eine kleine Party gemacht, 30 Gäste, betonte, er hätte die Regeln eingehalten, aber sagt natürlich, dass es politisch ein dummer Fehler war, weil der Innensenator ja für die Durchsetzung dieser Verbote zuständig ist und es natürlich ein schlechtes Charakterurteil ist, wenn der Innensenator sich nicht selber dran hält und natürlich auch sehr lustig ist, wenn er dann gerade mal 1.000 Euro Bußgeld bekommt und die natürlich auch lächelnd zahlt. Dafür reicht, glaube ich, so das Einkommen eines Innensenators gerade noch. Am 30. Mai 2021 beschwert er sich jedoch darüber, dass im Schanzenviertel in Hamburg Menschen draußen gefeiert haben. Ja, die Polizei hat einen Einsatz gemacht, hat geräumt, es kam zu Gegenwehr durch die Menschen, die ja vertrieben wurden, kam zu Flaschenwürfen. Und Andy Grote twittert, in der Schanze feiert die Ignoranz. Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen. Was für eine dämliche Aktion. Danke Polizei Hamburg, die wieder einmal den Kopf hinhalten, damit die Pandemie nicht aus dem Ruder läuft. Man könnte jetzt schon argumentieren, das ist schon ein Kunstwerk, ob der zweierlei Maß, mit denen Andy Grote hier misst. Aber dieses Kunstwerk entfaltet sich erst in einer Antwort, nämlich: Du bist so ein Pimmel. Man sieht das vielleicht, ich habe es hier leicht gefälscht. Der originale Tweet ist nicht mehr aufzufinden, vermutlich weil er von Twitter gelöscht wurde aufgrund von Hassrede. Es gibt aber inzwischen sehr viele weitere Antworten der Form Du bist ein Pimmel auf diesen Tweet. Und so ungefähr muss das ausgesehen haben. So, jetzt fühlte sich der Innensenator von Hamburg aber gekränkt. Und hat dann Anzeige wegen Beleidigung erstattet. Sie alle wissen, Anzeige wegen Beleidigung können Sie als normale Bürgerin können Sie nicht mit Erfolgsaussicht erstellen gegen egal wen auch immer. Wenn Sie allerdings Polizistin sind oder Innensenatorin, dann können Sie das. Und so berichtete dann der Urheber des Tweets einige Wochen, einige Monate später folgendes, und zwar, dass er eine Hausdurchsuchung stattgefunden hätte, und zwar nicht bei ihm, sondern bei der Mutter seiner Kinder. Morgens früh bin ich aufgewacht und die Mutter meiner Kinder rief mich an und sagt, hier gab es gerade eine Hausdurchsuchung. Dann habe ich mich aufklären lassen, dass wohl 6 Polizisten um kurz vor 6 morgens an der Wohnung klopften und dann direkt reinstürmten, ihr einen Durchsuchungsbefehl ins Gesicht hielten und in jedes Zimmer stürmten. Zu diesem Zeitpunkt war der schon geständig, der war auch schon bei der Polizei gewesen und sie wollten also jetzt aber die Tatmittel sicherstellen, im Zweifelsfall also irgendein Smartphone, von dem aus er diese fürchterliche Beleidigung des Innensenators vorgenommen hatte. Spätestens jetzt wurde natürlich klar, dass es hier eine wirklich absurde Polizeimaßnahme ist. Und wer auch immer in Hamburg begann, dann Aufkleber zu kleben im Umkreis von St. Pauli, wo Andy Grote auch wohnt. Ja, gibt es mehrere schöne Beispiele. Und man könnte jetzt auch sagen, dieser Aufkleber ist Kunst, aber erinnern Sie sich, das Ganze wird erst Kunst, wenn es von anderen kaputt gemacht wird. So auch dieser Aufkleber. Die Polizei hat heute auf St. Pauli Aufkleber aus dem Stadtbild entfernt, auf denen Innensenator Andy Grote beleidigt wird. Unbekannte haben in den Straßen rund um den Wohnort des SPD-Politikers zahlreiche Aufkleber mit einem Zitat angebracht, mit dem der Innensenator bei Twitter herabgewürdigt worden war. Die strafrechtlichen Ermittlungen dazu samt einer Hausdurchsuchung hatten zu einer Diskussion über die Verhältnismäßigkeit geführt. Die Beamten dokumentierten die Stellen und entfernten die Aufkleber. Nach Angaben der Polizei wird nun geprüft, ob das Anbringen wiederum den Tatbestand der Beleidigung erfüllt.
Sie sehen, das Kunstwerk wächst. Wir haben also jetzt TV-Berichterstattung, wir haben Aufkleber, die wurden entfernt. Wir haben einen Innensenator, der langsam in den internationalen Medien bekannter wird, dadurch, dass er hier seine Polizei mit, für so einen Unsinn missbraucht. Ja, Hausdurchsuchung, Aufkleberentfernung. Und Sie sehen ja, wie viele Aufkleber sich hier in deutschen Großstädten im öffentlichen Raum befinden und drangelassen werden. Jetzt meldet sich die Rote Flora zu Wort. Ein seit vielen Jahren besetztes Haus in Hamburg am Schulterblatt, genau da, wo diese Party war, und macht ein Plakat. Und was an diesem Plakat so wunderschön ist, warum es jetzt wirklich jetzt, also jetzt werden Sie auch irgendwann gleich zustimmen, dass es Kunst ist. Sie bringen oben an diesen Schriftzug Soko, Wand und Farbe. Und man hat diesen Theatervorhang und man hat diesen Aufkleber. Und die unkundige Betrachterin mag jetzt erstmal davon ausgehen, naja, okay, die rechnen wahrscheinlich damit, dass das entfernt wird oder so. Ja. Der Theatervorhang zeigt ja schon so, hier wird bald etwas passieren, Vorhang auf. Und wir können natürlich wieder mit einer solchen Situation rechnen. Und Sie nehmen hier mit diesem Bezug auf die Soko-Wand und Farbe, Bezug auf dieses Haus 1994 in der Hamburger Hafenstraße. Jetzt kommt also, bekommt das Kunstwerk einen historischen Kontext, meine Damen und Herren. Wo der Text drauf stand, gestern Vietnam, heute Kurdistan, die BRD mordet und foltern mit Waffen in Kurdistan, mit Bullen in Hannover, Kugeln in Isolationshaft, Irmgard Möller muss raus, Sieg der PKK. So, das Haus steht in der das Haus steht immer noch, aber dieser Schriftzug, den habe ich da, glaube ich, letztes Mal nicht mehr gesehen, hat also jetzt auch wieder die Gefahrenabwehr der Polizei auf den Schirm gerufen. Und es gibt hier einen wunderschönen Beitrag aus dem NDR-Fernsehen, den ich Ihnen mal noch ganz kurz dazu zeigen kann, weil das schöner als die kann ich es auch nicht erzählen, was dort passiert ist. Tatort Hamburg, Brennpunkt Hafenstraße, Parolen für den Sieg der PKK. Der Polizeieinsatz ist von langer Hand geplant und strategisch gut vorbereitet. Die Feuerwehr leistet Amtshilfe. Ein Leiterwagen vom Typ DL30 nähert sich vorsichtig dem Straftatbestand. Die völlig neuen Einsatzwaffen stehen am Straßenrand bereit. Millimetergenau wird die schwere, vollautomatisch computergesteuerte Drehleiter an das Objekt herangeführt. Die Einsatzleitung Polizei gibt den Befehl für das Beladen des Rettungskorbes. Zwei Beamte der Sonderkommission Wand und Farbe machen sich bereit. Bislang läuft alles nach Plan. Vorsichtig wird der Rettungskorb an die Parole herangeführt. Oberbrandmeister Willi S. hat alles im Griff. Farbe Marsch. Mit kräftigem Pinselstrich beginnt Kriminalhauptmeister Olaf K. die Parole von der Mitte her zu übermalen. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes. In einem Haltbarkeitstest stellen die Hafenstraßenbewohner fest, dass die von der Polizei verwendete Farbe nicht wasserfest ist. Ein spontaner Hilfsdienst, die Polizei mit wasserfester Farbe auszustatten, scheitert. Während dieser Autonome weiter die minderwertige Farbe der Polizei entfernt, verliert Kriminalhauptmeister Olaf K. scheinbar den Überblick. Statt der Parole übermalt er das Fenster. Der Einsatz wird abgebrochen. Der autonome Farbexperte beobachtet weiter das Geschehen. Während die beiden Beamten der Soko Wand und Farbe mit der gebotenen Vorsicht den Rettungskorb verlassen, bereitet sich die Feuerwehr auf ihren zweiten Einsatz an diesem Tage vor. Und hier die überraschende Erkenntnis. Bei der anschließenden Säuberung stellen die Beamten fest, es gibt auch Farbe, die nicht wasserlöslich ist und hält und hält und hält. Somit ist auch dieser Einsatz nicht umsonst gewesen. So, während man also den künstlerischen und auch den inhaltlichen Wert dieses Kunstwerkes zu Beginn noch in Frage stellen kann, findet hier also eine besondere Aufwertung statt, die diese Wand
dann doch durch den Moment zum Kunstwerk werden lässt. Und auf diese Soko-Wand und Farbe nimmt die Rote Flora jetzt hier 2021 Bezug. Und die Hamburger Polizei lässt es sich nicht nehmen, die schwarze Rolle wieder rauszuholen. Ja. Und es passiert natürlich das, was passieren muss. Das Kunstwerk wird notdürftig restauriert. Und landet in den Nachrichten. Hier sehen wir jetzt, das ist zum zweiten Mal übermalte. Das erkennen Sie hier unten an diesem kleinen Zipfel, der war nämlich beim ersten Übermalen nicht da. Wir haben also jetzt eine Hamburger Polizei, die ein Plakat übermalt und Hausbesitzer oder Besetzer oder Künstler, die das Kunstwerk immer wieder herstellen und den Punktestand mitführen. Und zwar sagen sie, also die Flora hat 3 Punkte und die Bullen haben 2. Und spätestens jetzt hat das Kunstwerk also internationalen Ruhm erlangt und wird dann auch zum Touristenmagneten für die Stadt Hamburg, denn natürlich reisen Instagram-Touristen wie ich an, um sich dort feiern zu lassen. Und Sie sehen übrigens oben das Fenster, wo ich nachher erst darauf aufmerksam gemacht habe, da wurde das Kunstwerk auch wieder bewacht. Ja. Ende vom Lied. Auf dem Wikipedia-Artikel von Andi Grote kommt 17 Mal das Wort Pimmel vor und der Mann wird das nicht mehr los. Ja, aber er ist ja auch Teil eines wandelnden Kunstwerkes geworden. Also in der Zerstörung, in dem Moment, und da würde ich jetzt auch tatsächlich sagen, da hätte ich durchaus Interesse, ein NFT von zu kaufen, weil das wird früher oder später natürlich jetzt kaputt gehen, wenn sich nicht jemand von Ihnen erbarmt, dieses Kunstwerk für die Nachwelt zu erhalten. Kommen wir zum letzten Beispiel für die Zerstörung oder die Herausforderung der Archivierung in moderner Kunst. Was Sie hier sehen, ist ein Flyer der Alternative für Deutschland, eine Partei, die in Deutschland dadurch Erfolg hat, für komplexe Probleme relativ einfache Lösungen anzubieten, die natürlich untauglich sind, aber in bestimmten Gesellschaftsschichten offenbar überzeugend. Und auch hier würde ich sagen, der künstlerische Wert des Objektes zu Beginn noch nicht wirklich gegeben. Aber warten wir mal, was wir eventuell daraus machen können, wenn wir es nicht seiner ursprünglichen Bestimmung zuführen, sondern wie das Zentrum für politische Schönheit in Deutschland es getan hat, einen Flyer-Service gründen. Den Flyer-Service Hahn. Ein Unternehmen mit Webseite, das es tatsächlich nie gegeben hat. Also ein Scheinunternehmen, das der AfD anbietet, diese Flyer zu verteilen. Jetzt fragt man sich, ist das üblich, dass politische Parteien andere Menschen dafür bezahlen, Flyer zu verteilen? Eigentlich nicht. Üblicherweise ist man ja Mitglied in so einer Partei, um einerseits deren Arbeit finanziell zu unterstützen und andererseits vielleicht auch mal einen Flyer für die zu verteilen in der eigenen Nachbarschaft. Die AfD scheint da eine der wenigen Parteien zu sein, die das so einfach nicht hinbekommt und hier dann quasi auf diesen Flyer-Service Hahn gesetzt hat. Und zwar über mehrere Monate vor der Bundestagswahl dieses Jahres. Der Flyer-Service Hahn meldet, insgesamt 85 Verbände der AfD liefern in ihr bundesweites Netzwerk von Logistikzentren. Am Ende stehen 5 Millionen Flyer mit einem Gewicht von 72 Tonnen. Willkommen beim Flyer Service Hahn. Denn was sie mit diesen Flyern gemacht haben, ist Folgendes. Sie haben sie einfach in den Müll gesammelt, in den Müll getan und niemals verteilt. Entsprechend haben sie das dann kurz nach der Wahl bekannt gegeben. Und auf der Webseite brüsten sie sich nun mit den Kundenbewertungen des Flyer Service Hahn, die also aus der E-Mail-Kommunikation mit den verschiedenen AfD-Landesverbänden stammen, die irgendwann merken, dass ihre Flyer nicht verteilt werden. Das klingt für mich, als hätten sie unsere 65.000 Flyer verbummelt. Und dann antwortet der Auszubildende, wir entschuldigen uns im Namen des Unternehmens aufrichtig für alle Verzögerungen. Sie wollen mir doch nicht wirklich erklären, dass wir es akzeptieren müssen, dass Ihre Verteiler mal verteilen, mal nicht und dann noch die Frechheit besitzen, ein Protokoll über die Verteilung abzugeben. Das hat mit gutem Service und vor allem einer Seriosität nichts mehr zu tun. Und
nicht nur, dass die Flyer in der nächsten Woche nutzlos sind, sie machen uns auch zum Gespött der Nation, wenn die Flyer eine Woche nach der Wahl in den Briefkästen liegen. So, wie archiviert man jetzt dieses Kunstwerk? Die 72 Tonnen Flyer-Material, die will ja keiner haben. Ja? Was sich die Künstler hier entschieden haben, ist, sie machen quasi Fan-Merchandise von diesem Unternehmen mit T-Shirts und auch da wieder, ne? Also das ist ein Müllauto auf dem T-Shirt oben rechts, auf dem natürlich Flyer Service Hahn steht. Es gibt Cappies, es gibt Feuerzeuge und das Kunstwerk ist dergestalt erfolgreich, dass es schon über 100.000 Euro eingebracht hat für diese künstlerische Gruppe, die natürlich nun auch mit einigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu rechnen hat. Wenn, ich will jetzt keinen Tipp geben, aber sagen wir mal, weitere rechtliche Auseinandersetzungen würden natürlich durchaus den Wert dieses Werkes noch einmal steigern können. Kommen wir zu meinem Fazit zum Thema Archivierung der Gegenwart. Ist relativ einfach, ich weiß es doch auch nicht. Ich gucke mir die Sachen an, ich habe Ihnen ein bisschen erzählt, was ich für Kunst halte. Das ist etwas Vergängliches, das sind Momente, das kann man nicht kaufen, da kann man nur dabei sein, das kann man nur genießen. Und ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Kunstwerke gibt, die archiviert werden müssen, ja? Wie zum Beispiel dieses Plakat an der Roten Flora, und dass wir wieder staatliche Gewalt sehen, die gegen wichtige kulturelle und identitätsstiftende Objekte vorgeht, wie zum Beispiel die Aufkleber in St. Pauli, und dass manchmal auch was kaputt gemacht werden muss, um ein Kunstwerk zu schaffen. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und danke Ihnen, dass Sie einen völlig fachfremden Menschen auf Ihre Konferenz gelassen haben. Vielen Dank. Danke, ich habe noch mehr Vorträge, ich habe ein paar Links auf meinen Folien.